Der Stuhl, die Galionsfigur, der Flieger rückwärts. Aus welcher Sportart könnten diese Begriffe stammen? Ihr wisst es nicht? Kein Problem. Dann solltet ihr einfach mal im Hochschulsportkurs Akrobatik an der Uni vorbeischauen. Denn da kommen genau solche Figuren zum Einsatz. Was die Sportart Akrobatik eigentlich ausmacht und wie der Unterricht hier an der Uni aussieht, Anna Kramer mit dem Sportcheck Akrobatik. Akrobatik. Dieser Partnersport kombiniert Kraft und Eleganz. Statische Figuren und dynamische Bewegungen ergeben eine Abfolge. Für mich ist sehr besonders dieses Grenzen überschreiten, die eigenen Grenzen überschreiten. Weil jeder hat immer dieses Gefühl, dass er vor irgendeiner Prüfung, vor irgendetwas stand, wo er wirklich Angst vor hatte, was es einfordert. Und wenn man es gemacht hat, egal was es ist, sei es was Körperliches, was Psychisches, man kommt an, man ist am Ende und man ist einfach glücklich, dass man es gemacht hat. Ganz besonders an Akrobatik finde ich eigentlich so die Partnerarbeit, so das Timing, was einfach stimmen muss, ja, ohne geht gar nichts. Und wenn man zusammenarbeitet und wirklich harmonisch die Bewegung durchgeht und es einfach fließt, fast wie von selbst, dann macht es richtig Spaß, ja. Bei Akrobatik muss man seinem Partner vertrauen können, damit man eben die verschiedenen Figuren machen kann. Man muss sich darauf verlassen können, dass er einen hält, falls irgendwas schief geht. Und man lernt seinen Körper eben selber kennen und weiß, wie weit man gehen kann und was er alles eigentlich tun kann. Die beteiligten Partner heißen unten Basis oder Unterperson und oben Flieger oder Oberperson. Statische Figuren oder einfache Kombos, also verbundene Abläufe wie dieser hier, schaffen auch Anfänger. Fortschritte macht man am Anfang sehr schnell. Man hat zwischendurch dann auch mal, wie sonst auch, so seine Frustsachen, wenn was nicht klappt. Aber wenn man Spielraum hat, geht es eigentlich gut. Und die meisten Sachen, also wir haben in den ersten Stunden schon Sachen gemacht, auf der Höhe, Schulterstände und sowas mit Leuten, die es noch nie gemacht haben. Anfangs immer dabei, die Sicherung. Kontaktstellen wie Hände, Füße oder Schultern sind variabel. Dadurch entstehen unendlich viele Möglichkeiten. Würfe oder Sprünge übt man zuerst an der sogenannten Loge, später dann frei. Figuren in der Luft brauchen Übung und Mut und sehen spektakulär aus. Trotzdem ist Akrobatik nicht gefährlicher als andere Sportarten. Auch besondere körperliche Voraussetzungen braucht man nicht. Also grundsätzlich eine Grundsportlichkeit, Fitness, einfach Gesundheit ist definitiv sinnvoll, wenn man anfängt. Aber man braucht jetzt keinen großartigen Hintergrund. Hier kommen ganz neue Leute, die teilweise noch gar keinen Sport vorher gemacht haben. Und dementsprechend richtet sich eigentlich das Training auch aus. Also man fängt dann mit der leichtesten Übung an, wo man dann die Balance, die Kraft und sowas aufbaut und geht dann einfach Schritt für Schritt weiter an die schweren Elemente. Ich denke, die wichtigste Charaktereigenschaft ist Spaß an der Bewegung, weil man ja doch hier sehr viel sich bewegt, aufeinander, unten, oben, es ist ja alles dabei. Dann Teamarbeit, und zur Teamarbeit gehört dann direkt die Kritikfähigkeit, weil wenn man sich nichts sagen lässt und nicht kritisieren lässt, dann funktioniert das halt nicht. Die Position und Anzahl der Beteiligten ergeben den Schwierigkeitsgrad und die Koordination einer Figur. Es hat nichts mit dem Gewicht oder mit Körperfülle oder sonstigem zu tun, sondern es geht einfach darum, dass du ein Feeling für deinen Körper entwickelst. Da sollte ein bisschen was schon da sein, aber eigentlich kommt man ja hierher, um auch seinen Körper kennenzulernen. Jeder ist also herzlich willkommen. Das Training für Anfänger findet dienstags, für Fortgeschrittene zusätzlich auch donnerstags von 8 bis 9:30 in der Turnhalle des Unisports statt.